Hey, was geht ab, Flirtprofi? Willkommen zurück bei Mission Mann. Ich bin heute mit Manuel unterwegs. Nicht unser Manuel, sondern einem neuen, besseren Manuel. Ja. Und wir gucken mal heute, erste Mission heute, erste Folge, was mit Manuel so abgeht. Deswegen erzähl mir einfach mal, was ist so dein Stand? Mit welchem Stand kommst du hier zu uns, zu Mission Mann? Ich kann manchmal Frauen ansprechen, fällt mir aber extrem schwer, mich dabei zu überwinden, erstmal den Anfang zu machen. Das ist bei mir das Allerschwierigste, ja. Das heißt, du sprichst in deinem Alltag, wenn du zu Hause bist, schon regelmäßig Frauen an oder ist das einfach noch so, dass da zu viel Widerstand ist? Ich sag mal, ich spreche eher Frauen auf Partys an oder so, anstatt jetzt so in der Fußgängerzone oder so. Was ist auch ein Ziel, mit dem du hergekommen bist? Was möchtest du erreichen? Lockerer werden und einfach auch in Fußgängerzonen oder so, wenn ich unterwegs bin, irgendwelche Frauen ansprechen zu können. Okay, also du willst ein bisschen mehr Erfahrung sammeln mit dieser Sache, willst ein bisschen entspannter werden und willst dann diese Routine des Frauenansprechens mitbringen zu dir nach Hause in den Alltag. Genau. Bocken wir, kriegen wir hin. Fangen wir mal an und gucken mal, was so passiert. Okay, Manuel, wir beginnen jetzt mit Mission Mann. Und zum Anfang möchte ich einfach mal, um einschätzen zu können, wie schlimm da auch oder wie groß der Widerstand bei dir noch ist, dass wir einfach mal eine Frau ansprechen, ich mir angucken kann, wie sieht es bei dir auch im Gespräch aus und mir auch angucken kann, wie groß ist die Überwindung davor und wie viel muss ich dich da auch noch pushen und wie viel machst du da schon alleine, ja? Ich möchte so ein bisschen sehen, was sind deine Ausreden, was hält dich ab und wir gucken uns einfach mal an, wie du zum Anfang performst, okay? Alles klar. Alright. Hi. Hi. Du sprichst Deutsch? No. No? Do you speak English? Yeah. Alright, you're pretty nice. What's your name? I have to go now, actually. Where are you from? Italy. What are you doing here in Berlin? I'm an au pair. Nice to meet you. Nice to meet you. Have a nice day. Thank you. Der Anfang lief ganz gut, also das Ansprechen, da bin ich einfach gelaufen, habe nicht irgendwie nachgedacht. Ich denke mal, das liegt zum großen Teil auch daran, dass ihr dabei seid. Das ist schon irgendwie so ein extremer Pusher so schon. Gibt so eine zusätzliche Motivation. Ja, genau. Aber jetzt ist man hier, jetzt muss man durchstarten. Dann hat mich das Englisch ein bisschen irritiert. Ich habe dann irgendwie das Interesse verloren, weil ich habe gemerkt, irgendwie sie gefällt mir doch nicht ganz so gut. Aber ich habe sie einfach laufen lassen. Frage, hast du das Interesse verloren oder hattest du das Gefühl von ihr kam nicht genug und du bist dann einfach gegangen, weil auch vielleicht die Situation ein bisschen unangenehm war? Ich denke mal in Kombination. Also erstmal, also sie hatte keine Zeit, ja, das sagen sie öfter, ne? Aber dann habe ich weiß nicht, sie hat mir so, optisch hat sie mir jetzt nicht so sehr gut, also so ganz so toll gefallen und deshalb habe ich dann gedacht, ja, lässt du sie mal weiterlaufen. Okay, super. Ich fand es erstmal toll, dass du hingegangen bist. Ich merke, dass du noch sehr nervös bist. Ich glaube, das hast du auch gemerkt, gerade am Anfang. Ja, klar, ich bin nervös. War sehr holprig. Was du toll gemacht hast, fand ich, du bist einfach mitgegangen, als sie weitergegangen ist. Das heißt, du musst immer nur probieren, den nächsten Schritt zu machen. Die ersten 10 Minuten ist es deine Aufgabe, dieses Gespräch zu übernehmen und auch wirklich dafür zu sorgen, dass sie anfängt, sich wohlzufühlen und dann kommt auch was von ihr aus. Das heißt natürlich, dass du so lange bei ihr bleiben musst, bis sie so ein bisschen auflockert. Das hast du toll gemacht, du bist mitgegangen. Was ich jetzt mit dir nochmal probieren möchte beim nächsten Mal, lass uns mal eine finden, die dir wirklich, wirklich sehr gut gefällt, wo du von vornherein sagst, okay, das könnte eine sein, die mir gut gefällt und wo du auch die Motivation hast, dann länger im Gespräch drin zu bleiben, okay? Ja. Let's go. Du bist mir aufgefallen. Ja, danke schön. Warte mal kurz, warte mal. Ich finde dich echt so ganz, ganz toll. Ja, okay. Wie heißt du denn? Alicia. Hey, ich bin Manuel. Hi. Kommst du aus Berlin? Ziemlich fester Händedruck. Ja. Ja, ich komme ja. Okay, was machst du? Wonach sieht's aus? Shoppen. Mit meiner Freundin. Ach so, ich bin der Manuel. Hi. Wie heißt du? Sarah. Okay. War nicht dein Freund bei uns? Ja, der hat da Verständnis für. Was? Der hat da Verständnis für. Also, ich gehe gleich wieder zu ihm zurück. Gleich einfach allein, wir finden uns schon wieder hier in Berlin. Wie alt seid ihr? 18. 18? Auch? Fast, ja. Okay. Ja gut, dann hat mich gefreut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Doch. Auch eher bescheiden, sage ich mal. Die Resonanz war nicht so ganz gut und dadurch habe ich mich dann irgendwie so ein bisschen verunsichern lassen. Ja, ich habe gemerkt, es war auch wieder dieses, okay, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen soll, da kommt gerade nichts zurück von denen. Okay, dann gehe ich mal wieder. Tschüss. Also du excuse dich halt selber ganz, ganz stark raus. Eine Sache, die ich dir wirklich mitgeben will, wenn eine Frau verfügbar ist, das heißt, wenn eine Frau logistisch Zeit hat, das heißt, sie kann jetzt gerade oder sie kann grundsätzlich, zeitlich gesehen, und emotional, das heißt, sie hat keinen Freund,
dann gibt es keinen Grund und keinen einzigen, keine Ausrede, die dich davon abhalten sollte oder könnte, mit ihr im Bett zu landen. Es gibt keine. Du musst nur die Hürden überwinden. Du musst nur weiter drin bleiben. Du musst immer überlegen, wie kann ich weiter drin bleiben? Wie kann ich den nächsten Schritt gehen? Du bist halt an dieser Stelle ausgestiegen. Am Anfang bist du ausgestiegen. Es hätte keinen Grund dafür gegeben, dass es nicht weitergehen hätte können, bis auf 2, 3 Dates und dann auch mit ihr im Bett landen hättest können. Aber du bist hier an der Stelle schon sozusagen, hast du aufgegeben und bist schon rausgegangen aus der Sache. Darauf legen wir jetzt gleich ganz spezifisch den Fokus, dass du wirklich, wenn du das Gefühl hast, okay, ich möchte jetzt gehen, ich fühle, dass hier gerade nichts mehr ist, ich kann nichts mehr sagen, da kommt nichts von denen, dass du diese Stille einmal aushältst, drin bleibst und mal guckst, was passiert. Weil wenn du die Stille aushältst zwischen dir und einer Frau, einfach so neben den hergehst, kurz die Klappe hältst, werden die meistens automatisch anfangen, von sich aus was zu sagen. Und dann ist das Gespräch wieder im Gange. Ich möchte, dass du jetzt in Zukunft nicht mehr gehst, nur weil du das Gefühl hast, du weißt nicht mehr, was du sagen sollst oder von der Frau kommt nichts. Weil von der Frau kommt auch nichts nach 30 Sekunden. Da musst du wirklich ein bisschen länger drin bleiben. Aber toll, dass du es gemacht hast, toll, dass du dich reingestürzt hast. Jetzt will ich noch einmal kurz dir zu einer Sache Feedback geben. Du hast mir eben gesagt, dein Ziel ist es heute, eine Nummer zu bekommen, richtig? Erstens, geil, dass du dir ein Ziel gesetzt hast. Zweitens möchte ich dir dazu aber ein kleines Feedback geben. Ich möchte, dass wir uns jetzt zusammen mal ein Ziel ausdenken, das nicht von anderen Leuten abhängt. Weil eine Nummer zu bekommen hängt nicht von dir ab, sondern von dir und von der anderen Person. Ich möchte, dass wir uns wirklich von Anfang an, also jetzt von Anfang an, ein Ziel suchen, das nur von dir abhängt, das du komplett beeinflussen kannst. Ich möchte, dass alle Frauen gut reagieren, die ich anspreche, wäre ein Ziel, was du nicht beeinflussen kannst. Ja, eins, was ich beeinflussen kann, ist, ich gehe jetzt darüber zu dem Pfosten her. Oder das, zum Beispiel, genau, ja. Das kannst du selbst beeinflussen. Ja, außer jetzt kommt, keine Ahnung, das bricht alles zusammen oder so. Mhm. Das wäre was, was du selbst beeinflussen kannst. Und so ein Ziel wollen wir uns jetzt mal setzen für das Frauenansprechen. Überleg mal, was könnte da ein gutes Ziel sein? Nach einer Nummer zu fragen. Einmal nach der Nummer fragen. Das ist unser Ziel für heute. Gehen wir es an. Hey. Hallo. Sprichst du Deutsch? Ja. Sehr schön. Du bist mir aufgefallen. Ja, schön. Wie heißt du denn? Dana. Hi. Du? Ich bin der Manuel. Okay, cool. Deine Freundin? Ja. Hi, Manuel. Hallo. Warte. Was, danke. Hallo. Kein Tröster. Seid ihr Berliner? Nee. Macht ihr Urlaub? Ja, wir waren jetzt ein paar Tage bei einer Freundin. Die wohnt hier und ja. Cool. Was macht ihr sonst so? Ich studiere in Köln. Und was? Medien und Eventmanagement. Oh, das ist cool. Und du? Ich bin auch Student. Ja. Ich studiere aber Elektrotechnik. Ja. Ja. Wie alt seid ihr denn? Ich bin 19. Auch? Mhm. Hm, cool. Du? Ich bin ein bisschen älter, 26. Okay. Ja. Und was machst du jetzt hier? Oder wohnst du hier? Nee, ich bin nur so für einen Tag hier. Ach so. Also ich wohne in Lübeck. Ja. Ja. Kennt ihr? Ja. Ja, ist ganz, ganz schöne Stadt, ne? Weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. Doch, mal auf Klassenfahrt. Ja, zwar klein, aber so wie aus dem Bilderbuch. Ja, das stimmt. Jo. Und was habt ihr noch so vor? Wir sind eigentlich gerade auf dem Weg zum Flughafen. Ja. Also müssen wir eigentlich wieder los. Okay, sonst hätte ich dich jetzt mal nach deiner Telefonnummer gefragt. Ja. Das ist ein bisschen schlecht, weil mein Freund hätte, glaube ich, was dagegen. Ja, das mag natürlich sein, ne? Okay, dann sie ist einfach als Kompliment. Ja, und ich wünsche euch einen danke. Schönen war Tag. Schön, dich kennengelernt ja? zu haben. Dito. Ciao, schönen Tag. Macht's gut. Noch. Ciao. Beim letzten Mal hat sich das Ganze schon ein bisschen besser angefühlt. Also ich habe kurze Redepausen eingestreut. Ja. Und dann kamen automatisch Fragen von ihr dann auch. Hast du gemerkt, ne? Ja. Wo sie dann gefragt hat, was du hier machst? Ja. Ich glaube, das hatte sie gefragt. Ja. Ne? Ja, genau. Toll, dass du länger dran geblieben bist diesmal, dass du wirklich diese Pausen aktiv forciert hast. Und du hast gemerkt, das kommt wirklich von den Frauen was, wenn du da dran bleibst. Ja? Und wie ich es dem schon mal gesagt habe, und da werden wir auch den Fokus auf jeden Fall nächste Woche drauf legen, es ist in den ersten 5 bis 10 Minuten deine Aufgabe, das Gespräch wirklich zu führen. Ja? Den Frauen das Gefühl zu geben, hey, ich bin ein normaler, cooler Typ, mit dem man sich unterhalten kann. Und dann kriegen sie das Gefühl, okay, ja, aber dem bleibe ich noch ein bisschen. Und dann wird das Gespräch immer länger und länger. Und dann ist es auch kein Problem mehr, nach der Nummer zu fragen, die Nummer auch zu bekommen und dann eventuell auch auf ein Date zu gehen, okay? Toll finde ich, dass wir in dieser Folge es geschafft haben, dass du dich überwinden konntest. Du hast am Anfang gesagt, du bist dir nicht sicher, dass du dich überwinden kannst. Und wir haben es einfach hingekriegt, dass du dich jetzt wirklich ein paar Mal einfach so überwunden hast, ohne mit der Wimper zu zucken. Das eine Mal war es ja sogar aus der Drehung, aus dem Gehen raus, so tschick. Einfach so angetippt. Finde ich geil, dass du dich überwinden konntest und dass wir es hingekriegt haben, dass das Gespräch jetzt schon ein bisschen länger ist. In der nächsten Folge will ich den Fokus darauf legen, dass die Gespräche noch länger, noch stabiler werden und du nach der Nummer fragen kannst, was wir uns ja als Ziel genommen haben und dann auch eine Nummer bekommst. Klingt das gut? Das klingt super. Komm, lass sie drücken. Machen wir das so?
Das war's von dieser Woche bei Mission Mann. Bevor du jetzt das Video ausschaltest, unbedingt super wichtig, klick nochmal auf den ersten Link in der Beschreibung. Da siehst du, wie wir Frauen auf der Straße ansprechen, aber nicht nur das, sondern wie wir sie auch direkt danach. Wir reden seit 5 Minuten mit denen, wie wir sie direkt danach mit zu uns nach Hause nehmen. Wenn du wissen willst, wie wir das gemacht haben, klickst du auf den ersten Link unten in der Infobox. Also du musst drauf klicken, guck es dir an und wir sehen uns nächste Woche mit dem Manuel bei Mission Mann. Bis dann.